Meine sehr verehrten Damen und Herren, Cornelius Kopp-Finke und ich bedanken uns ganz herzlich bei der Kirche unserer lieben Frauen und bei der Bremischen Evangelischen Kirche, dass wir mit der heutigen Lesung zur Ausstellung die Kinder von Auschwitz beitragen können. Vergiss deinen Namen nicht, ist ja der Untertitel oder der Haupttitel der Ausstellung. Allerdings, Sie werden später hören, dass für andere jüdische Kinder dieser Zeit diese Aufforderung gerade nicht gegolten hat. Die Deutsche-Israelische Gesellschaft, die wir vertreten, hatte sich zur Aufgabe gemacht, im Programm zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus Stimmen der Opfer zu Gehör zu bringen. Die Stimmen der wenigen Überlebenden, die noch für die übergroße Mehrheit der zum Schweigen verurteilten Getöteten sprechen konnten. Wir haben bereits im Januar diesen Jahres die Zeugnisse von Kindern über den Holocaust vorgetragen und wollen das heute in diesem schönen und würdigen Rahmen wiederholen und wollen den anrührenden Bildern und Texten der Ausstellung andere Stimmen hinzufügen. Das Motiv, diese Zeugnisse vorzustellen, kam aus verschiedenen Erfahrungen. Da waren natürlich zunächst mal die Besuche im Hinterhaus des Amsterdamer Grafenviertels, in dem Anne Frank ihr Tagebuch geschrieben hat. Und da waren auf den Bürgerreisen der deutsch-israelischen Gesellschaft die Besuche in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Dort gibt es neben dem Museum auch eine Kindergedenkstätte, gestiftet von den Eltern eines ermordeten kleinen Jungen. Die Besucherinnen gehen in die Erde hinein, tasten sich im Halbdunkel vorwärts. Etwas Licht erhält die kleine Halle nur durch 5 Kerzen, die aber 100-fach gespiegelt werden, sodass Millionen Sterne am Himmel des Gewölbes zu stehen scheinen. Die Namen, das Alter und der Geburtsort von Kindern werden von einem Tonband abgespielt. Dieses Endlosband bräuchte 3 Monate, um alle Namen wiederzugeben. Und das sind nur die uns bekannten Namen. Erinnert wird mit dieser beeindruckenden und bedrückenden Gedenkstätte an 1,5 Millionen jüdische Kinder, die im Holocaust ermordet wurden. Das bedeutet, jedes vierte der 6 Millionen Toten war ein Kind. Ein Kind bis zum 40. höchstens 60. Lebensjahr. Die Wehrlosen und die Unschuldigsten hat es am härtesten getroffen. Um das mal an Polen, um das es heute ergehen wird, zu verdeutlichen, im Vorkriegspolen lebten 3 Millionen Juden. Davon waren 1 Million Kinder. Die Juden waren damals eine sehr junge Gesellschaft. Insgesamt überlebten etwa 12% der jüdischen Bevölkerung Polens. Bei den Kindern waren es rund 5000, also gerade einmal ein 0,5%. Kinder waren wehrlos und hilflos, hatten noch viel weniger Möglichkeiten zu selbstständigem Handeln. Vor allem aber, die Nazis konnten Kinder nicht als Arbeitskräfte ausbeuten. Deshalb gab es für sie keinen Grund, die Kinder für eine solche Ausbeutung auch nur ein paar Monate noch leben zu lassen. Oft wurden die Kinder gleich während einer Razzia getötet, um die Transportkosten zu sparen. Es kam vor, dass die Mörder Kinder lebend in die Gruben warfen, um Munition zu sparen. Insgesamt wurden die jüdischen Kinder grausamer, schneller und vollständiger getötet. In den großen Ghettos von Warschau, Lodz, Wilna und anderen zwangen die Nazis, die Judenräte, die Kinder und dann damit auch ihre Mütter zuerst für den Abtransport in den Tod zu registrieren. In den Konzentrations- und Arbeitslagern bedeutete es fast immer das Todesurteil, zu jung, zu klein zu sein. Umgekehrt, je älter, reifer und robuster ein Kind war oder zumindest so aussah, desto eher bekam es einen Platz in einem Arbeitskommando und damit einen kleinen Aufschub fürs Leben. Wie viele andere hat auch Ruth Klüger, 12-jährig, damals in Auschwitz eindringlich geschildert, wie sie ihrer falschen Altersangabe mehrmals das Überleben verdankte. Auschwitz-Kommandant Rudolf Höss formulierte es einfach, Zitat, die Kinder wurden ausnahmslos getötet, weil sie zu klein waren, um zu arbeiten.
Der systematische Mord traf die Unschuldigsten am härtesten, habe ich gesagt. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass die Erwachsenen und Alten, Jüdinnen und Juden, irgendeine Schuld an ihrem Schicksal gehabt hätten. Aber bei Erwachsenen konnte noch irgendeine Schuld fantasiert werden. Kinder sind unschuldig. Ihre eigene einzige Schuld bestand darin, dass sie jüdische Kinder waren. Und damit sind wir beim Kern dessen, was den nationalsozialistischen Mord an den europäischen Juden von allen anderen Katastrophen der Geschichte unterscheidet. Es ging den Nazis in ihrer Wahnidee um die Auslöschung und restlose Vernichtung jüdischen Lebens, jüdischen Denkens, jüdischer Traditionen und Kultur. Und das bedeutete eben auch, wie ein hoher Nazi-Funktionär, Herr Ohlendorf, noch im Nürnberger Prozess mit kalter Logik ausgeführt hat, ich zitiere, nach dem Grund für diese unbarmherzige Tat gefragt, erklärte er, dies sei sehr einfach zu verstehen, wenn man von der Tatsache ausgehe, dass die Befehle nicht nur Sicherheit zu erreichen suchen, sondern ständige Sicherheit. Denn die Kinder würden erwachsen werden. Und da sie nun einmal Kinder von Eltern seien, die man getötet habe, würden sie natürlich nicht minder gefährlich sein als die Eltern. Zitat Ende. Nie zuvor hat jemand in unserem Kulturkreis alle Kinder eines Volkes töten wollen. Ich möchte Ihnen nun die Quellensammlung vorstellen, aus der wir vortragen werden. Viele Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden, die ab Ende der 80er und dann in den 90er Jahren erschienen, beginnen ihre Darstellung in der Kindheit und Jugendzeit. Wieder auch gut Klüger als Beispiel. Für diese Menschen endete damit oft eine lange Zeit des Schweigens nach dem Krieg. Nun aber wollten sie vor allen Dingen den Enkeln erzählen. Auch die Interviews und die Texte hier in der Ausstellung sind ja im Wesentlichen in den Jahren ab den 70er, 80er, 90er Jahren geführt worden. Das Besondere der heute vorgestellten Dokumente ist, dass die Berichte der Kinder und inzwischen jungen Menschen unmittelbar nach dem Krieg und nach der Befreiung festgehalten worden sind, als Teil einer großen Befragung von jüdischen Überlebenden im Nachkriegspolen. Organisiert wurde sie von der Zentralen Jüdischen Historischen Kommission. Die war Ende 1944 gegründet worden, um an das Schicksal der Millionen polnischer Juden zu erinnern. Es ging zunächst auch darum, Material für die Anklageschrift bei den Nürnberger Prozessen zu sammeln. Beweiskräftige Fakten, um der Anklage in Nürnberg größeres Gewicht und auch größere moralische Wucht zu geben. So befragten Mitarbeiter dieser Kommission vom Herbst 1944 bis 1947 insgesamt 7.300 Überlebende, darunter waren 430 jüdische Kinder, mit denen nach einem methodisch sehr ausgefeilten Fragebogen gesprochen wurde. Die meisten Protokolle, die danach verfasst wurden, sind von den Wissenschaftlern aufgeschrieben worden, einige wenige aber von den Kindern selbst. Die Gespräche zielten vor allem auf die Erkundung von seelischen Reaktionen, Gefühlslagen und Einstellungen der Kinder. Denn sie sollten im besten Fall auch eine therapeutische Funktion haben, zielten durch das Gespräch auf die Überwindung seelischer Verletzungen, sollten auch zur Erziehung einer neuen Generation von Juden beitragen, teilweise auch mit zionistischer Ausrichtung. Die ältesten der befragten Kinder waren im Jahr 29 geboren, also bei Kriegsbeginn 10 Jahre alt. Die jüngsten gerade erst mal 1939 geboren, also sehr jung. Mädchen und Jungen waren gleichmäßig vertreten. Viele der Kinder lebten zum Zeitpunkt der Befragung in Kinderheimen. Verständlich, denn sehr viele waren eben Waisen und in den Heimen waren sie am leichtesten auffindbar. Die Befragten lebten in allen Teilen des neuen Polen, das ja 1945 nach Westen verschoben worden war. Sie wissen das. Den Krieg hatten aber einige zunächst im früheren Ostpolen erlebt, das 1939 durch den Hitler-Stalin-Pakt von der Sowjetunion okkupiert worden war und nun seit 1945 zu Belarus bzw. der Ukraine gehörte. Über die Zeit von 39 bis 41 über sowjetische Herrschaft wurde in der Befragung nicht gesprochen. Das war sicherlich durch die Zensur ein Tabu. Welche Kinder überlebten und welche nicht? Eine solche Frage geht am Kern der Sache vorbei.
Das Überleben stellte die übergroße Ausnahme dar. Die Ermordung war die Regel. Über Leben und Tod entschieden fast durchweg Momente glücklicher Umstände und eine ganze Kette von Zufällen. Jede Entscheidung für Flucht, für dieses oder jenes Versteck, für eine neue Identität und so weiter, konnte zum Leben, aber ebenso gut auch wiederum zum Tode führen. Die überlebenden Kinder waren ganz normale Kinder. Höchstens kann man vielleicht sagen, dass einige Eigenschaften die Chancen auf Glück etwas vergrößerten. Anpassungsfähigkeit und Reaktionsschnelle, gutes, in Anführungsstrichen, das heißt also arisches Aussehen und gute Kenntnis der polnischen Sprache. Robuste körperliche Konstitution und Geld konnten vielleicht eine Weile hilfreich sein. Für die Jungen war die Gefahr der Entdeckung als Jude größer, wegen der Beschneidung. 55 dieser Zeugnisse sind vor 10 Jahren in deutscher Übersetzung in einem Band veröffentlicht worden. Ich zeige den nachher. Daraus wird Cornelius Kopfinke nun vortragen, mit einigen erläuternden Zwischenbemerkungen von mir. Wir beginnen mit Miran Berger, geboren im April 1946 im Alter von 11 Jahren, also 1935 geboren, Folgendes zu Protokoll. Bitte schön, Cornelius. In Debica fand eine Aktion statt. Damals war ich 7 Jahre alt. Unser Nachbar, ein Metzger, versteckte sich mit seiner Frau, mit Vater und Mutter einen Tag vor der Aktion. Sie hatten ein vorbereitetes Versteck auf dem Dachboden eines anderen jüdischen Hauses. Dort versteckten sich viele Juden. Wir gingen in unser Versteck, eine Speisekammer auf dem Dachboden, wo sich dieser Metzger, unser Bekannter, versteckt hielt. Er hatte auch die Tante, deren Tochter 18 Jahre, und ihren Mann versteckt, uns aber nichts gesagt. Die Tante hatte uns einfach mitgenommen. Die Tür war nicht abgeschlossen, nur mit grünem Papier abgeschirmt. Es war sehr eng dort. Ich stand neben Mama und hatte fürchterliche Angst. Ich bat Gott sehr. Ich betete, dass das bald ein Ende haben würde, weil überall schreckliche Bewegungen und Schießereien waren. Ich hörte laute Schreie, Kinder und Frauen weinten und ich hatte Angst, dass man mich töten würde. Zu essen hatten wir nichts. 2 Tage lang aßen wir überhaupt nichts. Ich war nicht hungrig, hatte aber großen Durst. Es war sehr heiß und es gab wenig Wasser. Erst am 3. Tag ließ uns die Tante, die beim Barackenbau arbeitete, Äpfel, Brot und Butter bringen. Im Versteck fing ein Kind, ein kleines Mädchen, auf dem Arm an zu weinen. Es brüllte entsetzlich. Die Mutter verschloss ihm mit der Hand Mund und Nase, dass es erstickte. Die Leute versuchten, das Kind zu retten, aber es war schon zu spät. Ein zweites Kind, das noch nicht einmal 1 Jahr alt war, fing ebenfalls laut an zu weinen. Man gab ihm etwas Zitrone und ein Medikament, damit es einschlief. Das Kind blieb dann ruhig. Ich war sehr brav. Ich musste brav sein und sagte nichts. Nur manchmal leise etwas zu Mama. Am Abend des 3. Tages
verließen wir unser Versteck und kehrten in die Baracke zurück. Während der Aktion waren alle Kinder erschossen worden. Lilla Mittler, geboren 1933 in Tarnow in der Nähe von Krakau, berichtete: Die Deutschen rückten in den ersten Septembertagen in unsere Stadt ein. Ich war 6 Jahre alt und wusste nicht, was Deutsche sind. Der Krieg war für mich aufregend. Der Anblick von Panzern begeisterte mich. Papa war vor dem Krieg Eigentümer einer Lederfabrik. In unserer Fabrik hatten wir einen Heizer mit Namen Strasalkowski, einen armen Bauern. Einmal veränderte ihm sein Pferd. Er kam verzweifelt zu Papa gelaufen und bat ihn um Hilfe. Ohne zu überlegen, gab Papa ihm Geld für ein neues Pferd. Er war sehr dankbar und hielt es für seine Pflicht, uns zu retten. Ich erinnere mich an den ersten Pogrom in Tarnow. Er kam unerwartet für uns. Die Leute gingen wie gewöhnlich auf die Straße, ohne etwas Böses zu ahnen. Die Deutschen schossen auf jeden, auf den sie stießen. Danach wiederholten sich solche Aktionen häufiger. Vor einer Aktion wurden alle registriert. Alte und Arbeitsunfähige hatten Judenpässe, diejenigen, die arbeiteten, Meldekarten. Am nächsten Tag fielen die Gestapo-Leute in die jüdischen Häuser ein und trieben alle auf den Marktplatz. Eine Menge von mehreren Tausend kam zusammen. Sie schossen blind um sich, so dass die Stufen der Kathedrale, die sich am Markt befindet, mit Blut besudelt waren. Der Marktplatz und die anliegenden Straßen schwammen im Blut. Sie stürmten eine Wohnung, in der sich ein 18-jähriges Mädchen befand. Seine Eltern standen bereits seit 2 Tagen auf dem Markt. Sie musste mitkommen. Auf ihre Frage, ob sie einen Rucksack mitnehmen könne, sagten sie, dass das nicht nötig sei, sie würden sie zu ihrem Vater bringen. Sie solle nur die Armbinde mitnehmen. Sie führten sie auf den Hof und mit ihr zusammen 7 Personen, alles junge Leute, unter ihnen eine alte Frau. Und erschossen alle der Reihe nach. Ich war Augenzeuge dieses Verbrechens. Aus dem Nachbarhaus brachten sie ein junges Mädchen an mit den Worten: Du bist zu schön, so schöne Jüdinnen brauchen wir nicht. Wurde sie erschossen. Vor der 2. Aktion im Ghetto flüchteten wir. Strasalkowski, der Heizer, brachte uns aus dem Ghetto. In seinem kleinen Haus baute er uns ein Versteck. Es hatte 2 Stuben. In einer baute er eine doppelte Wand ein. Das war ein Raum von 70 Zentimeter Breite, dunkel, ohne Luft. Die Luft kam durch den Schornstein. Das Essen gaben sie uns durch eine kleine Wandöffnung, die von einem Nachtschränkchen verdeckt war. In der Hütte waren Deutsche einquartiert. Im Winter saßen sie tagelang in der Stube, in der wir eingemauert waren. Oft saßen sie auch auf dem Nachtschrank, mit dem die Öffnung unseres Verstecks getarnt war. Eine Sekunde konnte über unser Leben entscheiden. Wenn ihnen nur eingefallen wäre, das Schränkchen zur Seite zu rücken,
wären wir verloren gewesen. Jedes Geräusch war zu hören. Wir hörten die Gespräche der Deutschen, genau. Wir durften uns nicht rühren, weil jede Bewegung unser Untergang gewesen wäre. Aber wir hatten Glück. Denn während in der ganzen Stadt ständig Durchsuchungen stattfanden, jedes Loch auf der Suche nach Juden durchstöbert wurde, fand bei Strzalkowski wegen der Deutschen, die bei ihm einquartiert waren, nie eine Durchsuchung statt. Manchmal war es nicht möglich, uns etwas zu essen zu geben, und wir litten wochenlang Hunger. Wir bekamen sogar kein Wasser. Ich glaubte nicht mehr daran, dass ich irgendwann noch einmal die Freiheit erleben würde, aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie mein Tod aussehen würde, unter welchen Umständen ich sterben würde. Meine Eltern waren moralisch gebrochen. Ich hielt mich einigermaßen aufrecht. Mein Bruder war noch ein Kind und all die Erlebnisse kamen ihm nicht zu Bewusstsein. In dieser Dunkelheit saßen wir 2,5 Jahre. Mein Bruder bekam Typhus, er litt entsetzlich. Keiner rechnete damit, dass er am Leben bleiben würde. So lag er mehrere Wochen lang da, ohne Arzt, ohne Medizin, nur Gottes Willen überlassen. Ein Wunder, dass er die Krankheit überstand. Dieser Zeitraum hat unauslöschliche Spuren hinterlassen. Ich empfinde eine psychische Lücke, die von dem raschen Sprung aus der Kindheit ins Jugendalter herkommt. Eigentlich bin ich nie ein Kind gewesen. Jirschi Himmelblau, 1929 geboren, erzählt im Gespräch zunächst vom Tod seines Vaters und anderer Familienangehöriger bei einer Razzia in einer Kleinstadt. Polnische Bekannte verschafften ihm dann falsche Papiere als Pole. So lebte Jerzy dann in wechselnden Wohnungen in Warschau auf der arischen Seite und trieb unter anderem Schmuggel mit dem Ghetto. Kurz danach wurde in Warschau eine Erpressung auf unsere Mutter verübt. Dahinter steckte Chojnacki Kadic, der seine Kumpel auf unsere Mutter angesetzt hatte. Sie nahmen ihr alles weg, was sie bei sich hatte und was sie verkaufen wollte. Weil wir kein Geld mehr hatten, mussten wir ins Hotel Polski in der Dluga gehen. Dort wohnten Juden, die auf dem Weg eines Austauschs ins Ausland reisen sollten. Die Juden, die dort wohnten, trugen ein Abzeichen, U.S. Dort waren reiche Juden zusammengezogen worden. Das war eines der Nazi-Täuschungsmanöver. Diese Menschen wurden ebenso abtransportiert. Wir taten so, als ob wir dort wohnten. Wir hatten reiche Bekannte dort, die uns Geld schuldeten. Man verdiente und man handelte. Besonders vor der Abfahrt kauften die Juden Zigaretten und ausländischen Luxustabak für alles Geld, was sie noch hatten. Daran verdiente man. Eines Morgens umstellte die deutsche Gendarmerie das Hotel und verlud diejenigen, die Papiere hatten, auf Lastwagen und fuhr sie zum Danziger Bahnhof. Auf diese Weise blieben im Hotel nur Wilde zurück, die keine Papiere hatten und nicht auf den Autos mitfuhren. Diese Wilden verlud man ohne Umstände auf Autos und schaffte sie ins Gefängnis. Ich war mit meinem Bruder mit Zigaretten oben im Hotel.
Die Deutschen verfrachteten uns als Polen hinter die Absperrung. Wir standen auf der Straße und sahen zu, was passierte. Als das Auto abfuhr, auf dem unsere Mutter, unsere Schwester und der Schwager waren, bekam mein Bruder David, 10 Jahre, Angst, fing an zu weinen und sprang vor das Auto. Der Fahrer hielt an, mein Bruder sprang auf das Fahrerhaus, ein Gendarm packte ihn sich und warf ihn nach oben. Meine Schwester saß ganz am Rand. Sie standen gequetscht wie die Heringe und warf mir ihre goldenen Eheringe zu, die neben mir auf den Boden fielen. Aber ich hob sie nicht auf. Der Pöbel stand rundherum und lachte. Die Juden schmeißen mit Gold um sich. Und ich musste auch lachen, um mich nicht zu verraten. Ich lachte, aber ich bekam feuchte Augen. So ein Lachen war das. Ich habe keinen von ihnen wiedergesehen. Die Kinder, die so versteckt lebten, sie lebten in ständiger Todesangst. Die Kinder, die unter falschen Namen und falscher Identität als Polen lebten, lebten in ständiger Angst vor Entdeckung. So wie Jerzy Himmelblau bei einer Ausweiskontrolle, bei der er sich nackt ausziehen musste und nur ganz unwahrscheinliches Glück hatte, dass die Beschneidung nicht entdeckt wurde. Und diese Kinder mussten sich immer verstellen, sie mussten immer etwas vortäuschen, immer ihre wahren Reaktionen und Gefühle verbergen, sich verleugnen, wie Jerzy beim Hohn über seine Schwester. Sie mussten ihren Namen, ihre eigentlichen Namen, möglichst ganz vergessen. Während in Westeuropa die Durchgangslager zur Deportation der Juden in möglichst menschenleeren Gegenden errichtet wurden, geschah das in Osteuropa in der Regel ganz offen und ohne jede Maskerade gegenüber der einheimischen Bevölkerung. Die Nazis setzten auf tief verwurzelten Antisemitismus und auf die Angst vor harten Strafen, wenn Juden denn geholfen wurde. Und ja, es gab Feindschaft und Verfolgung von Juden auch durch Polen und Ukrainer, aber es gab auch Hilfe. Solche Hilfe von einzelnen Personen gab es zunächst vor allem dann, wenn Juden einzelne Polen oder Ukrainer aus dem Leben zuvor kannten, normale geschäftliche oder gar freundschaftliche Beziehungen zu ihnen gepflegt hatten. Hilfe gegen Geld gab es dabei auch, war allerdings dann auch prekärer. Und es gab auch organisierte Hilfe. Da ist vor allem die Untergrundorganisation Zsigota zu nennen, die über 2500 Juden, eine unglaublich hohe Zahl damals, in Warschau auf die arische Seite brachte, oft in Zusammenarbeit mit kirchlichen Stellen. Einer der Gründer dieser Organisation war Władysław Bartoszewski, viel später dann Außenminister des demokratischen Polen. Viele jüdische Kinder, vor allem Mädchen, überlebten als polnische Kinder mit neuen Namen in Klöstern. Oft kannten die Kirchenleute ihre jüdische Herkunft, aber häufig glaubten sie auch, sie wären polnische Waisenkinder. Dora Szazan aus Lutzk in Ostpolen, Wolynien, im umstrittenen Grenzgebiet zwischen Polen und Ukraine, beginnt ihre Geschichte 1941 so. Unsere Stadt zählte über 24.000 Juden. Am 18. Juli 1941 lockte die Gestapo fast 3.000 Mann zu einer Registrierung und brachte sie mit Seelenvernichtern, Gaswagen, in den Jarower Wald. Es gab keine Woche, ohne dass die Deutschen eine Kontribution gefordert hätten. Es gab keine Woche, ohne dass es zu einer neuen judenfeindlichen Verordnung gekommen wäre.
Es gab keine Woche ohne Aktion. Am 16. August 1942 wurde Lutzk zur Schlachtbank getrieben. Das Ghetto leistete Widerstand. Es dauerte 2 Wochen, bis der Aufstand erstickt war und die Aufständischen im Licht von Filmkameras in den Stür springen mussten. Nackt, verwundet. Einige schlugen sich in die Wälder durch, wo sie später nach und nach vernichtet wurden. Ich verlor Vater, Mutter, 2 Brüder, eine kleinere Schwester und schlug mich allein durch. Eine gewisse kinderlose Polin, Pepsch, aus dem Dorf Hamatniv, nahm mich zu sich, weil ich ihr versprochen hatte, mich taufen zu lassen. Als die Kämpfe zwischen ukrainischen Bandera-Anhängern und Polen entbrannten und die polnischen Kolonien in Flammen standen, brannte Pepsch ab. Wir ließen den Berg von Asche zurück und zogen nach Lutzk zu ihrer Schwester Jadwiga Pepsch. Bei den Neubauten packte mich ein Ukrainer und schrie: »Eine Jüdin, dich kenne ich!« Pepsch protestierte: »Das ist meine Cousine.« Dora wird dennoch verhaftet und 8 Monate lang festgehalten, ohne sich zu verraten. Eine Polin gibt sich als ihre Tante aus, sodass sie endlich aus dem Gefängnis entlassen wird. Aber da ich wusste, dass ich nicht lange träumend beim Gefängnis bleiben durfte, lief ich in die nahegelegene Kirche. Bereits 2-mal hatte der Wächter die Tore des Gotteshauses schließen wollen, aber als er ein Kind sah, das sich in einem Tränenstrom badete, in blutigen Tränen, ging er zum Priester hinauf. Der Priester kam herein, ging auf mich zu, betrachtete mich immer wieder und fragte: »Israelitin?« Ich weinte noch heftiger. Der Priester beruhigte mich: »Geliebtes Kind, wenn du am Leben bleiben willst, komm mit mir. Aber denk daran, über deine Lippen darf kein jüdisches Wort kommen.« Als er mich ins Kloster brachte, stellte er mich den Nonnen vor. »Rena, ihre Eltern sind von ukrainischen Nationalisten erschossen worden. Sie ist vom Weg abgekommen. Sie will Buße tun. Nehmt sie unter Jesu Flügel.« Nach 6 Wochen Heiligkeit und Reinigung führten sie mich zum Morgengebet in die Kirche. Als ich niederkniete, merkte ich, wie eine entfernte Bekannte ihr unheilverkündendes Gesicht auf mich richtete und mich mit ihren grünen Augen fast verschlungen hätte. Weil ich wusste, dass es zu einer Bloßstellung kommen konnte, stand ich auf und rannte so schnell wie möglich direkt ins Kloster. Nach dem Gebet stürzte sich die Nonne auf mich. »Was hast du angestellt?« Ich versuchte, mich zu rechtfertigen. »Ich habe einen Herzanfall bekommen.« Sie schlug mir ins Gesicht und warf mich hinaus, und bei Tagesanbruch verpetzte sie mich beim Priester. Der befahl, dafür soll ihr Fuß Gottes Haus ein volles Jahr nicht mehr betreten. Ich fing wieder an, Buße zu tun. Als ich hörte, dass sich auf der Jagiellonska schon sowjetische Katjuschas und Iljuschin befanden, habe ich den Nonnen angekündigt: »Ich gehe raus, die Sowjets ansehen.« Die Nonnen blickten mich erstaunt an. »Rena, lasst mich raus, ich bin Jüdin.« »Was? Bist du verrückt geworden? Du bist Jüdin? Ha!« Das Gelächter machte mich zornig und ich riss die Tür auf.
Ich bin Jüdin, eine, die von 24.000 Juden übrig geblieben ist. Ich muss gehen und die Befreier Europas begrüßen, die mir das Recht zu existieren wiedergegeben haben. Angst und Verstellung waren die ständigen Begleiter der Kinder. Zu den wesentlichen Erfahrungen des täglichen Lebens in Versteck und auf der Flucht gehörte es, zurückgewiesen zu werden. Dazu kamen die Ausbeutung durch harte Arbeit, schlechte Behandlung und mangelnde Ernährung, die Isolation und die völlige Abhängigkeit von einem Helfer, Drohungen, Erpressungen von verschiedenen Seiten und die Erfahrung des allgegenwärtigen Todes. Dazu hören wir Ausschnitte aus den Berichten von Alexander Jakobsson, Irena Joachimsmann und Dora Sobermann. Alexander Jakobsson wurde 1938 oder 1939 in Warschau geboren. Er erzählt. Ich war im Ghetto. Wir wohnten dort beengt. Es gab wenig Essen. Papa verdiente nichts. Ich wusste, dass ich Jude bin und deshalb im Ghetto leben muss. Die Deutschen rotteten die Juden aus. Papa erklärte mir das, aber ich verstand es nicht. Einmal war ich mit Mama unterwegs und auf der Straße erschoss ein Deutscher sie und verwundete mich am Bein. Ein Jude hob mich auf, nahm mich mit zu sich nach Hause und pflegte mich gesund. Nach einer Woche ging ich mit dem Herrn zu Papa. Ich kehrte mit Papa nach Hause zurück und nach 2 Tagen kroch ich nachts auf die arische Seite. Ich kroch über die Mauer zu polnischen Bekannten. Papa blieb im Ghetto und kämpfte im Aufstand mit. Während der Liquidierung des Ghettos wurde Papa gefasst und mit anderen Juden nach Treblinka deportiert. Papa sprang während der Fahrt aus dem Zug und versteckte sich unter einem Waggon. Von einem Boten erfuhren wir, dass Papa im Wald lebte. Die Tante fuhr zu ihm und ließ mich allein. Dann kehrte sie nach einigen Tagen meinetwegen zurück, um mich von der Polin abzuholen, weil deren Verlobter drohte, dass er uns erschießen würde, wenn wir nicht von ihr weggingen. Im Wald war es sehr kalt und tiefer Schnee. Papa machte auf einem Baum aus Zweigen so etwas wie ein Lager und dort saßen und schliefen wir. Oh, wie kalt es war! Nie vergesse ich das. Ich erinnere mich genau, so als ob es gestern war. Die Tante ging zu einem Bauern arbeiten und brachte uns etwas zu essen mit. Manchmal bettelte sie und ich ging auch betteln. Manchmal bekam ich etwas Warmes zu essen, irgendwelche Reste, welche die Leute den Schweinen geben. Im Frühjahr töteten wir manchmal Tauben oder ein Reh und das brieten wir überm Feuer. Vor Tieren hatten wir keine Angst, nur vor Menschen. Papa sagte mir ständig, dass ich vor niemandem Angst haben solle. Er bedauerte es, dass er keinen Revolver besaß. Wir mussten das Wild mit Steinen erschlagen. Einmal ging ich Wasser holen und Hirten überfielen mich. Ich schrie los. Papa hörte das und verprügelte sie ordentlich und vertrieb sie. Und einmal erinnere ich mich, dass Papa eine Kuh molk. Und wir die Milch tranken. Oh, war die Milch gut. Die Tante fand eine neue Wohnung in Sadowna und nahm mich wieder zu sich. Bald darauf fuhren wir mit dem Zug. Wir fanden Arier, die wir kannten, und
Dort wohnten wir 3 Monate. Danach zogen wir zu anderen Polen in die Wilenska nach Praga. Wir blieben bis zur Befreiung in Praga. Ich war ganz still. Ich habe keinem gesagt, dass wir Juden sind, weil ich wusste, dass sie uns deswegen erschlagen würden. Seit 1945 bin ich im Haus des Kindes in Srotbrov. Ich bin 9 Jahre alt. Die Protokollantin, die das Gespräch aufgenommen und zusammengefasst hatte, fügte hinzu ihren Aufzeichnungen, Zitat, ein 9-jähriges Kind, sehr klug, entwickelt, von den Erziehern geschätzt, hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Ich habe seine Erzählung nur selten durch Fragen unterbrochen. Er erzählte in großer Erregung und erlebte in seiner Erinnerung zum zweiten Mal die vergangenen Irrjahre. Dora Zobermann, geboren 1936 in Krakau, versteckte sich mit Eltern, Geschwistern und anderen Geflüchteten in einer Erdhütte im Wald. Ein unvorsichtiger Vetter führte sogenannte Banditen zu der Hütte. Unverhofft drangen sie in die Erdhütte ein. Alle mussten sie verlassen und sich draußen in einer Reihe aufstellen. Dann befahlen sie den Kindern, in die Erdhütte zurückzugehen und bei den Älteren zu bleiben. Wir gingen ins Versteck und weinten sehr, denn was hätten wir ohne die Erwachsenen anfangen sollen? Die Banditen verlangten Kostbarkeiten. Mama gab ihnen ihre Ohrringe und Gold, aber seitdem hatten wir keine Ruhe mehr. Sie erschienen alle paar Tage. Schließlich war das Geld zu Ende und wir hatten nichts mehr, um Lebensmittel zu kaufen. Der Winter kam. Die Banditen überfielen uns ständig und Papa hatte Angst, in der Erdhütte zu bleiben, denn wenn man uns eingekreist hätte, dann hätten sie alle abschießen können. Den ganzen Winter schliefen wir unter freiem Himmel. Vor Hunger und Erschöpfung waren wir fast alle nachtblind, ich ausgenommen. Ich hielt mich am besten. Heute wundere ich mich, woher ich so viel Kraft in mir hatte. Ich wurde nach Proviant geschickt. Ich war überall im Dorf bekannt. Die Polen gaben mir Lebensmittel, hatten aber Angst, mich bei sich aufzunehmen. Jede Nacht gingen wir zum Schlafen an einen anderen Ort. Ich war als Einzige nicht nachtblind und jede Nacht führte ich unsere Leute an einen sicheren Ort. Mit uns versteckte sich eine Mutter mit einem 8-jährigen Mädchen. Das Mädchen wurde krank, quälte sich eine ganze Woche und starb. Wir beerdigten sie im Wald. Ich ging oft an ihr Grab. Der Sommer war sehr schwer. Wir lebten in ständiger Angst. Ständige Banditenüberfälle. Ständig wurden wir weniger. Wir waren hungrig und abgerissen. Der nächste Winter kam und wir waren nun schon ohne Schuhe. Wir gingen barfuß im Schnee. Das Blut floss uns aus den Füßen, machte Spuren im Schnee und wir schleppten Zweige hinter uns her, um die Spuren zu verwischen. Es verging fast kein Tag ohne Überfall und wir waren bald nur noch ein kleines Häufchen. Wir hatten keine Lust mehr zu leben. Im Sommer überfielen uns plötzlich polnische Polizisten. Das geschah so unerwartet, dass Mama nicht einmal die jüngste Schwester mitnehmen konnte, worüber sie furchtbar verzweifelt war. Unsere Kleine indes war sehr klug. Sie war erst 4 Jahre alt, versteckte sich im Gebüsch und als sich die Lage beruhigt hatte, suchte sie nach uns. Der Winter kam.
Wir litten großen Hunger. Wir blieben klein. Wir wuchsen nicht. In diesem Winter fiel früh Schnee. Aus einer Gruppe von mehreren Dutzend Menschen waren nur noch 9 übrig geblieben. Und so lebten wir in ständiger Angst und hungrig bis zur Ernte. Im Sommer starb meine Großmutter vor Hunger und Erschöpfung. Sie hatte die Sprache verloren und quälte sich 6 lange Tage. Nicht viel später starb mein Onkel plötzlich in der Nacht. Er legte sich schlafen und stand nicht mehr auf. Tante Beila, Papas Schwester, ging ins Dorf und kam nicht mehr zurück. Immer häufiger flogen sowjetische Flugzeuge über den Wald und das hielt uns aufrecht. Es war am 25. April 1944 an einem Sonntag. Gegen Morgen erschien eine große Gruppe von Bauern im Wald. Wir wunderten uns, was sie hier so früh taten. Schließlich kamen sie am Sonntag nicht, um Holz zu holen. Wir flohen. Mama hatte nicht bemerkt, dass meine Schwester noch schlief, und floh mit uns. Die Bauern schossen auf uns. Beim 4. Mal wachte meine Schwester auf und schrie: Mama, Mami! Sie kehrte zu ihr zurück und beide wurden erschossen. Von unserer ganzen Gruppe blieben mit Jerzyk 6 Kinder und von den Erwachsenen nur mein Papa übrig. Am anderen Tag suchte Papa Mamas Leiche, sah ihr in den Mund und stellte fest, dass man ihr die Goldzähne ausgerissen und 2 Finger gebrochen hatte, von denen die Ringe abgezogen waren. Diese Erzählung zeigt neben vielen anderen auch, die Jäger der Juden waren in dieser Phase nicht nur die Deutschen, also SS, Polizei, Gestapo, Bahnpolizei, Soldaten, sondern häufig auch die polnische Polizei, die sogenannte blaue Polizei, oder eben auch nationalistische und oft antisemitisch eingestellte Einheiten der polnischen nationalistischen Widerstandsbewegung Armia Krajowa und die konkurrierenden ukrainischen Nationalisten, die sogenannten Bandera-Leute. Davon berichtet auch Carolina Krämer, 1932 in Łódź geboren, nach der zunächst geglückten Flucht vor der Deportation. Wir irrten eine Woche im Wald herum und holten uns Essen aus dem Dorf. Wasser hatten wir die ganze Woche keins. Gegen Schmuck versteckte uns der Bauer Slowinski aus dem Dorf Lesisko bis Weihnachten 1942. Als er uns alles abgenommen hatte, jagte er uns fort. Wieder gingen wir in den Wald. Es war starker Frost und wir konnten uns nicht im Dorf zeigen, weil dort auf Juden Jagd gemacht wurde. Daher litten wir starken Hunger. Eines Tages kam die blaue Polizei und schoss auf uns. Wir waren damals eine größere Gruppe, an die 20 Personen. Wir verkrochen uns im Gestrüpp und kamen so mit dem Leben davon. Solche Jagden veranstaltete die blaue Polizei fast täglich. Von unserer Gruppe wurden auf diese Weise 9 Personen getötet. Im März 1943 gingen wir alle ins Dorf Debrowa zu einem Bauern. Dort wohnten wir in der Scheune. Nach einigen Tagen gegen Ende März 1943 überfielen uns in der Nacht AK-Leute und ermordeten 8 Personen. Meinen Vater, Mutter und einen Bruder. Meinen Onkel Uscha Goldschmidt, Tante Rysia Goldschmidt, ihren Sohn Srolek, Hanina Goldschmidt und ihre Tochter Rivka Goldschmidt. Ich und mein Bruder Berek sowie Etzia wurden verwundet.
Uns rettete nur, dass wir uns totstellten. Sie töteten alle mit Gewehr- und Pistolenschüssen. Der Bauer kam zurück und zerrte Kleidung und Unterwäsche von den Leichen herunter. Ich war nur im Hemd, und zwar deshalb, weil die Banditen, ehe sie zu schießen begannen, uns allen befohlen hatten, uns auszuziehen. Wir wollen nichts von euch, nur euer Leben. Diese Banditen waren alles Burschen, die nach Intelligenzlern aussahen. Einer von ihnen neckte meinen 13-jährigen Bruder Saul, als er ihm das Gewehr auf die Brust setzte. Jude, schade, dass du sterben musst. Du bist ein hübscher Junge. Aber weil du Jude bist, zum Teufel mit euch. Sie zerrten ihn aus der Scheune auf den Weg und dort erschossen sie meinen Bruder. Mein Bruder Berek, auch 6 Jahre alt, hatte einen Kopfschuss erhalten. Er lebte noch bis 11 Uhr am Morgen. Aber zurück zu unserem Bauern. Als er in die Scheune zurückkam, plünderte er den Rest der Kleidung und riss den Leichen alles vom Leibe. Ich, die ich 3 Schüsse in die Seite erhalten hatte, legte mir und meinem Bruder Kompressen auf. Ich war nur halb bei Bewusstsein. Er starb mir unter den Händen. Als Mutter tödlich getroffen zusammenbrach, fiel sie mir in den Schoß, weil ich eher als sie verwundet worden war. »Mama«, rief ich, »ich sterbe.« »Sei still, weine nicht. Du wirst nicht sterben, du wirst leben«, wonach sie verschied. Der Bauer kündigte mir und meiner Cousine an, er würde die Polizei rufen, damit sie uns abhole. Deshalb flohen wir, nur im Hemd. Meine Cousine ging zu den Juden, die sich im Wald versteckten. Im Sommer 1943 wurde sie von der polnischen blauen Polizei erschossen. Ich ging in den Wald. Dort traf ich Juden, die wie ich herumirrten. Sie stammten aus Polaniec. Ich hatte Angst, mit ihnen zusammen zu sein, weil die polnische Polizei jeden Tag Jagd auf Juden machte. Die Banditen von der AK verfolgten uns wie wilde Tiere. Im August 1944 rettete mich aus diesem schrecklichen Leben die Ungewissheit und ewigen Schrecken, wo wir schlimmer als Tiere gejagt wurden, die Rote Armee. Die Haltung der unterschiedlichen Partisanengruppen gegenüber den Juden war auch unterschiedlich. Es gab Gruppen, die keine Juden bei sich duldeten oder sogar Jagd auf sie machten. Andere nahmen sie bei sich auf. Davon erzählt Rachmiel Rosowski, 1933 geboren in Ostpolen, heute Belarus. Nach kurzer Zeit kam es in Jettel zu einem Gemetzel. Insgesamt 30 von uns versteckten sich im Keller. Mein Bruder fiel den Polizisten in die Hände, aber er entkam. Danach gab es ein zweites Gemetzel. Ich wurde von meinen Eltern, Brüdern und meiner Schwester getrennt. Meine Mutter fiel dem Polizisten mit 2 Brüdern und der kleinen Schwester in die Hände. Mein Vater hatte sich zusammen mit einem Bruder anderswo versteckt. Ich lag mit meinem Großvater in einem Schutzkeller. Plötzlich wurde der Großvater verrückt und fing an zu schreien. Eine von den Frauen im Keller wollte ihn erwürgen. Es kam zu einem Tumult. Den hörte eine Christin und lief zur Polizei, um Meldung zu machen. Wir hatten das geahnt und liefen auseinander. Spät abends gingen wir hinaus und liefen an der Wache vorbei in Richtung Wald. Unterwegs begegnete mir und
einem Mädchen, das ich auf der Landstraße getroffen hatte, ein Christenjunge, der uns mit Denunzierung drohte und vom Mädchen die Schuhe verlangte. Ich wollte ihn erwürgen und in den Graben werfen, aber das Mädchen gab ihm seine Schuhe von selbst. Ich kam in ein Dorf, wo ich einen Jungen traf. Mit ihm zusammen ging ich nach Dvorets. Dort trifft er seinen Bruder wieder und sein Vater findet ihn und holt ihn zu sich in den Wald. Unser Wald war der Lipezanska Puszcze. Unsere Abteilung war eine Familiengruppe. Um uns herum gab es große Partisanengruppen, deren Beziehungen von uns zu uns nicht schlecht waren. Unsere Gruppe zählte an die 50 Mann, wovon 5 Kinder waren. Nahrungsmittel bekamen wir von Bauern. Auf die Kinder passte ein Lehrer auf, Lazar Meyer. Er hat auf uns aufgepasst. Abgesehen davon kaufte er Gewehre auf. Einmal zeigte uns Kolotko an, der Dorfbürgermeister von Zatschipse. Davon haben wir erfahren. Wir gingen zu ihm, taten, als wollten wir ihn besuchen und erschossen ihn. Auf diese Weise rechneten wir mit 5 Bauersleuten ab, die uns angezeigt hatten. Wir erhielten ein Maschinengewehr. Zu uns kamen regelmäßig jüdische Partisanen, die uns bewachten. Im Sommer 1943 hatten wir eine Blockade von 32.000 Deutschen und Ukrainern. Die Partisanenabteilungen zogen sich zurück. Wir versteckten uns in Erdhütten. Damals litten wir großen Hunger. Wir bekamen täglich immer nur einige Erbsen zu essen. Das dauerte 14 Tage lang. In meiner Erdhütte war Platz für 5 Personen. Dort waren 14 Personen. Auf unserer Erdhütte lagen 2 verendete Pferde als Tarnung. Wenn die Deutschen mit ihren Hunden kamen, wichen die vor dem Geruch zurück. Wir litten jedoch furchtbar unter den Kadavern und den Würmern darin. Von unserer Gruppe fiel Malka Schmulowitsch den Partisanen in die Hände. Sie brachte sie ins Dorf, vergewaltigten sie, schnitten ihr Fleischstücke aus dem Körper und streuten Salz in die Wunden. Sie hat aber keinen verraten und starb mutig. So quälten wir uns lange Zeit. Die Menschen trugen ständig Messer bei sich und waren bereit, sich umzubringen, falls sie den Ukrainern in die Hände fielen. Wir haben schon mehrfach gehört, wer ein gutes Aussehen hatte, auf irgendeinem Weg falsche Papiere bekam oder glaubhaft eine Geschichte seiner irgendwo weit weg gestorbenen polnischen Eltern erzählen konnte, hatte eine kleine theoretische Chance, als Polin oder Pole zu überleben. Ein solcher Wechsel der Identität führte allerdings auch zu furchtbaren Situationen, wie Jurek Erner berichtet. Er sieht, dass bei den Bauern, bei denen er als polnischer Junge lebt, auch andere Juden versteckt werden. Er sieht deren Angst. Er könne sie als vermeintlicher Pole, so wie er angesehen wird, verraten. Aber er darf sie ja nicht beruhigen und sich nicht zu erkennen geben. Lügen und Verstellung müssen für die Kinder so selbstverständlich werden, dass sie ihre neue Identität immer mehr annehmen und übernehmen. Das führte nach der Befreiung in vielen Fällen zu tiefen und tragischen Identitätskrisen. Fela Kokotek, bei Kriegsende 10 Jahre alt, überlebte unter polnischem Namen bei einer Polin, Frau Walarus. Sie gibt im Sommer 1947 zu Protokoll. Am 28. Januar 1945 kamen die Sowjets. Ich hatte keine Angst vor den Russen, weil ich wusste, dass sie keine Juden töten. Aber ich habe niemandem bekannt, dass ich Jüdin bin, weil ich mich schämte,
dass ich sie belogen habe. Ein Bekannter von Papa kam zu uns und sagte ihnen, dass ich Jüdin bin. Sie wollten es von mir wissen und fragten mich, ob das wahr sei. Ich musste mich bekennen. Ich habe geweint und mich geschämt. Ich hatte große Angst, dass sie mich wegschickten, aber sie behielten mich weiter bei sich. Wir warteten ständig, dass Papa vielleicht noch aus einem Lager zurückkäme. Im Haus herrschte Armut. Ich ging zu den Nachbarn im anderen Dorf, um Brot und Kartoffeln zu erbetteln. Abends brachte ich manchmal eine volle Tasche nach Hause. Das dauerte 2 Monate. Danach bekam Frau Valeries Arbeit und ich ging nicht mehr betteln. So lebte ich unverändert 2 Jahre. Frau Valerus sagte, dass sie mich wie ihr eigenes Kind erziehen würde. Ich wurde in der Schule angemeldet und im Katechismus unterrichtet, weil ich konvertieren sollte. Frau Valerus ist Kartenabreißerin im Theater, eine gute Frau, edelmütig, aber arm. Sie konnte mich nicht ausbilden lassen. Einmal bat unsere Nachbarin einer jüdischen Bekannten, einmal hat unsere Nachbarin einer jüdischen Bekannten davon erzählt, dass ich dort bin. Die jüdische Frau hat mich zu sich eingeladen. Dann ist sie zum jüdischen Komitee gegangen und hat davon erzählt, dass ich bei Frau Valerus sei. Es kamen Herren vom Komitee. Herr Haber bat mich darum, mich an die Juden abzugeben. Ich habe sehr geweint, weil ich nicht von Frau Valerus weggehen wollte, aber sie sagte mir, dass ich gehen müsse, wenn die Juden mich holen kämen. Sie versprach mir, dass wir uns sehen würden, dass es mir dort gut gehen, dass ich etwas lernen, dass mir dort nichts Böses geschehen würde. Ich wurde abgeholt und im Kinderheim in Chorzów untergebracht. Hier bin ich seit 6 Monaten. Ich habe keine Verwandten, nur Frau X besucht mich, küsst und streichelt mich. Ich habe nur nach Frau Valerus Sehnsucht, die ich manchmal besuchen kann. An meine Kameradinnen habe ich mich gewöhnt. Es geht mir hier gut. Ich mag unsere Leiterin. Aber ich möchte jemanden von meinen Verwandten finden. Denn andere Kinder haben Verwandte. Und ich habe sie nicht. Franja Goldewitsch, geboren 1937 in Gdynia, bekam von ihren Eltern von klein auf gesagt, dass sie Polin sei. Es gelingt auch nach erstem Ghettoaufenthalt in Warschau eine Unterbringung auf der arischen Seite. Wir kehrten im Sommer 45 nach Warschau zurück. Unser Haus war zerstört. Wir wohnten in einer anderen Wohnung, die halb zerstört war. Es war schon ein paar Monate nach der Befreiung. Ich wusste nicht, dass ich Jüdin war. Der Onkel besuchte Frau Domanska, aber ich bekam ihn nicht zu Gesicht. Er wollte mich zu sich nehmen, aber Frau Domanska hatte mich sehr lieb und wollte mich um keinen Preis abgeben. Frau Domanska sagte mir, dass ich Jüdin sei. Ich habe sehr geweint, weil ich das nicht sein wollte, um nicht in die Hölle zu kommen. Ich wusste, dass Jude sein etwas Schlechtes, etwas Hässliches ist. Ich wusste, dass die Deutschen die Juden verfolgten und töteten. Einmal kam mein Onkel und da war ich allein zu Hause. Er versprach mir, dass er mich konvertieren ließe. Er bat mich, zu ihm zurückzukehren. Er hinterließ Frau Domanska 17.000 Zloty, mehr besaß er nicht, und nahm mich mit nach Chorzów. Er brachte mich zuerst bei der Tante unter und dann im Kinderheim, wo ich mich jetzt aufhalte. Dort
haben sie mir langsam erklärt, dass es nicht stimmt, was man mir über die Juden gesagt hat, dass Jude zu sein nicht entsetzlich ist und man nicht in die Hölle kommt. Gisela Sulberg, 1934 in Warschau geboren, überlebte durch den Schutz des polnischen Gärtners ihrer Eltern und dessen Bruder den Krieg. Trotz teilweise sehr schlechter Behandlung war sie ihren Rettern dankbar. Unser Gärtner brachte mich zu seinem Bruder, weil eine Razzia stattfinden sollte. Mama gab mir nur ein kleines Köfferchen mit Sachen mit, weil sie dachte, ich würde nach der Razzia wieder nach Hause zurückkehren können. Der Bruder des Gärtners heißt Wajcik und wohnte im Dorf Loska Wola. Meine Eltern waren zusammen mit unserem Dienstmädchen geflohen und hatten mich bei diesen Bauersleuten gelassen. Die wollten mich um nichts in der Welt behalten, weil sie Angst hatten. Die Töchter unseres Gärtners kamen her, um mich zu vergiften. Niemals vergesse ich diese Tage und in welcher Angst ich damals lebte. Mein Wirt hatte zwei Schwiegersöhne, fürchterliche Antisemiten, die ständig sagten, den Juden umbringen oder ihn ins Ghetto abgeben. So redeten sie von mir. Die Bäuerin ließ mich andauernd beten, damit mir mein jüdischer Gott half. Ich saß eingeschlossen im Nebenzimmer und hörte alles, was sie über mich redeten. Der Wirt sagte, das tue ich auf keinen Fall. Ich töte sie nicht. Ich will meine Hände nicht mit Blut beflecken. Und darauf seine Frau, du willst mich töten. Tun dir deine Kinder nicht leid? Unser Gärtner hatte von meinen Eltern viel Geld genommen, wollte aber seinem Bruder nichts abgeben. Er sagte nur, sie sollten mich töten und dann wäre Ruhe. Sie hielten mich im Schrank eingesperrt und oft hatte ich großen Hunger, wenn jemand zu Besuch kam. Manchmal musste ich auch meine Notdurft in diesem Schrank verrichten. Ich hatte viele Unannehmlichkeiten. Später stellten sie Schnaps her und verkauften ihn an die Partisanen. Diese erfuhren, dass ich mich bei ihnen versteckte und wollten mich ebenfalls töten. Aber sie hatten Angst, es könnte vielleicht noch Juden in der Stadt geben und töteten mich deshalb nicht. In dieser Zeit erfuhr ich, was mit meinen Eltern geschehen war. Sie hatten sich versteckt, aber später hatten sie da nichts mehr zum Leben, weil diese Frau ihnen die Sachen nicht zurückgeben wollte. Sie waren unterwegs zu mir, als die Deutschen sie aufgriffen, töteten und im Straßengraben verscharrten. Mein Wirt wollte mich jetzt sogar behalten, allerdings sollte ich ihm mein Vermögen überschreiben. Im Frühjahr hütete ich die Kühe und war dann schon fröhlicher, weil ich nicht ständig im Schrank eingeschlossen kauern musste. Sogar jetzt bin ich noch etwas bucklig von diesem Sitzen. Danach bekam ich die Masern und die Wirtin legte mich auf den Ofen, wo es sehr staubig war, und gegen Ende der Krankheit lag ich oben im Speicher. Wie viel habe ich durch sie erleiden müssen? Sie hassten mich, weil ich eine Jüdin war. Ich wurde behandelt wie Aschenputtel. Im Frühjahr 1946 empfing ich die Taufe, weil ich mich erkenntlich zeigen wollte, dass sie mich aufgenommen hatten. Ich wollte ihnen ganz einfach meine Seele schenken. Danach ging ich zum Grab meiner Eltern, das heißt an diesen Straßengraben, legte dort Veilchen nieder und weinte sehr. Danach wollten mich die Leute von der AK töten. Sie sagten zu meinem Wirt, wenn du uns nicht versteckst, dann werden wir dir diese Chaya töten. Danach fand mich einer meiner Cousins und wollte mich ihnen wegnehmen. Aber sie sagten, entweder eine halbe Million oder das Kind.
So viel Geld hatte er nicht, weil er beim Militär war, und er reiste wieder ab. Ich wollte mich nicht einmal von ihm verabschieden, so dumm war ich. Ich wollte immer bei ihnen bleiben und eine Polin sein. So sehr hatte ich mich schon an dieses Leben gewöhnt. Aber mein Cousin hatte den Juden von mir erzählt. Und sie nahmen mich den Wadziks weg. Aber unterwegs lief ich ihnen weg, lief 7 Kilometer zu Fuß und kehrte zu meinem Wirt zurück. Die Polizei kam mich holen, aber sie musste mich an Händen und Füßen wegzerren, weil ich mich immer wieder losriss. Die Juden gaben mich dann ins Waisenhaus. Und jetzt geht es mir gut. Wir kommen zum Schluss. Wir haben jetzt Berichte von Kindern und höchstens sehr jungen Menschen gehört, die keine Kindheit hatten. Sie erzählen in der Regel in einem nüchternen und kargen Satz davon, dass neben ihnen der Vater, die Mutter oder Geschwister getötet wurden. Oder dass eine Mutter die herzzerreißende Entscheidung traf, ihr Kind wegzugeben, um es damit vielleicht retten zu können. Diese Kinder hatten lernen müssen, ihre Emotionen so weit wie möglich zu unterdrücken, sich auf das nackte Überleben zu konzentrieren. Natürlich, wenn wir die Berichte lesen, muss man auch bedenken, dass wir nur die schriftliche Fassung kennen, meist aus der Feder der Erwachsenen. Natürlich können sie die gewaltige körperliche und seelische Anspannung nicht wiedergeben, die diese Gespräche für die Kinder und jungen Menschen bedeuten. Immer wieder kam es zu Berichten, die Interviewer in Kommentaren zu Situationen, in denen die Erinnerungen die Kinder überwältigten und die Gespräche abgebrochen werden mussten. Und es kam auch zu kompletten Verweigerungen, aus Scham in der Regel und aus dem Gefühl der Schuld, weil man vielleicht damals eine Rinde Brot heimlich aufgegessen hatte oder weil man glaubte, die Geschwister nicht habe beschützen zu können oder deswegen, weil sie überhaupt überlebt hatten, aber ihr Vater, die Mutter oder die Geschwister nicht. Ein Zitat: Viele Dinge kann ich nicht erzählen, viele Dinge darf ich nicht erzählen und viele Dinge schäme ich mich zu erzählen. Nach wenigen Jahren, Mitte 1948, wurde die Jüdische Historische Kommission aufgelöst, die Kinderforschung eingestellt. Es blieb das Jüdische Historische Institut unter strikter ideologischer Kontrolle der Kommunistischen Partei, die ja in den kommenden Jahrzehnten mehrfach selbst wieder Antisemitismus politisch instrumentalisieren sollte. Auch aus diesem Grunde gab es vermutlich keine nachfolgende Befragung oder Erforschung, was denn aus den Kindern dieser Nachkriegsbefragung geworden ist, und auch keine Recherche über die Helfer und über die Verfolger dieser Jahre. Ob Menschen, die hier als Helfer geschildert werden, später etwa als Gerechte unter den Völkern in Israel geehrt wurden, das wissen wir beide jedenfalls nicht. Manchmal nennen die Kinder ja deren Namen gar nicht einmal, weil sie in der politischen Atmosphäre der Nachkriegszeit befürchten mussten, dass diese polnischen Menschen immer noch als Judenretter eher Nachteile erleiden könnten. Aber das ist dann schon eine andere Geschichte. Wir bedanken uns sehr für Ihre lange Geduld. In diesem großen Raum, inmitten des Weihnachtsmarktes, ist schon eine irgendwie besondere Situation. Vielen Dank. Und wenn jemand noch reinschauen will, natürlich können Sie gerne noch Fragen stellen oder Anmerkungen machen. Ich kann auch gerne in das Buch reinsehen. Das gibt es noch zu kaufen, kann man noch bekommen, wenn Sie nachlesen wollen. Bitte schön. Ich wüsste gerne, was für Sie persönlich und für Sie das bedeutet hat, dazu gut zu darüber sich zu informieren, zu lernen und uns weiterzugeben. Ja, wir haben ja eine
inzwischen schon längere Tradition von Veranstaltungen, die letzten 6, 7 Jahre. Und die allgemeine Überschrift ist, Menschen eine Stimme zu geben, die zu den ganz, ganz wenigen gehört haben, die überlebt haben. Wir haben auch mal Tagebücher gelesen von Menschen, die dann nicht mehr überlebt haben, aber in der Regel Überlebende, weil das ganz wenige sind, die eine Ahnung davon vermitteln, was die nicht mehr erzählen können, die nicht überlebt haben. Und das ist eigentlich der grundsätzliche Gedanke dabei. Und bei diesem Buch war es so, dass wir beeindruckt waren davon, wie so kleine Kinder, die ja wirklich zum Teil als 5-6-Jährige in dieses Geschehen hineingekommen sind, in der Lage gewesen sind, oder was heißt in der Lage gewesen sein, erwachsen werden mussten und es auch geschafft haben, das aufzuschreiben. Also eigentlich ist es immer so, dass man den Versuch macht, oder dass wir den Versuch machen, Dinge, die wir uns gar nicht mehr vorzustellen, wenigstens in Ansätzen durch das Vorlesen begreifbar zu machen. Also das ist so ein bisschen die Idee. Und häufig ist es so, dass wir, diese Ausstellung ist eine sehr berührende und schöne Ausstellung. Sie hat den Fokus auf Auschwitz und Sie wissen alle, dass die Überlebenden von Auschwitz zu Recht eine besondere Bedeutung haben bei uns. Sie werden besonders wahrgenommen in den letzten Jahrzehnten, Gott sei Dank. Dass aber die vielen anderen, die auf andere Weise, meist durch Erschießen ums Leben gekommen sind, die sich irgendwie durchschlagen konnten und 9/10 von denen wurden dann doch getötet, dass die zu wenig bekannt sind. Und das war auch dann konkret anders. Sie merken daran, dass ich das nicht so richtig erklären kann. Das ist manchmal einfach die Berührung durch das, was man liest und denkt, ja, es sollte nicht nur bei einem selber bleiben, sondern noch ein paar andere Ohren finden. Danke. Ja, ich bedanke mich. Es ist ja auch nicht so kuschelig geworden hier. Nochmal herzlichen Dank an die Kirche, dass wir hier zu Gast sein konnten, ist eine besondere Umgebung, besondere Situation. Kommen Sie gut nach Hause.